Hey ho Leute und herzlich willkommen zum Profi-Walkthrough von Dark Souls 3. Hinter uns wartet der letzte der großen Aschefürsten, der letzte der großen Story-Bosse, die zwischen uns und dem Finale stehen. Ein ziemlich spektakulärer, ziemlich geiler Kampf zugegeben, aber auch ein sehr schwerer, der durchaus etwas Vorbereitung erfordert und ein bisschen Wissen. Was ihr wissen solltet, dieser Boss ist besonders anfällig gegenüber Blitz, Frost und Magie. Dunkelzauber macht ihm nicht so wirklich was aus und immun ist er komplett gegen Gift und Toxin. Also wenn ihr entsprechende Waffen habt, solltet ihr entsprechend euch ausrüsten oder auf gefundene Harzbündel zurückgreifen, die eure Waffen mit unterschiedlichen Boni versehrt. Ich habe jetzt dann quasi mal drei bleiches Kiefernharz ausgewählt, die meine Hauptwaffe Magieschaden hinzufügt. Außerdem ist es eine Blutungswaffe. Das heißt, im Zweifel kann ich sogar Doppelschaden austeilen. Und wenn das klappt, wäre super. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, wie dieser Boss eingeführt wird. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Das ist Lorien, der ältere Prinz. Es sind zwei. Zuerst müssen wir uns allerdings hier mit ihm anlegen. Und er kann teleportieren. Er hat ein großes Schwert, ist sehr agil. Und die einzige Möglichkeit, ihn zu bekämpfen, ist tatsächlich nah an ihm dranbleiben, ihn zu umkreisen und immer mal wieder einen Schlag zu landen. Und am besten gegen den Uhrzeigersinn umkreisen. Zweimal zuschlagen, Ausdauer regenerieren, aufpassen, dass man nicht in seine Teleportationsfallen gerät. Nicht gierig werden, einfach immer ein, zweimal draufhauen. Immer auf die Ausdauer achten. Und vor allen Dingen bei Blitz- und Magieschaden hat er einfach überhaupt nichts uns entgegenzusetzen. Manchmal lässt er sich sogar staggern, dann können wir ein paar billige Treffer landen. Und das war's. Vermeintlich, denn es geht natürlich weiter. Die zweite Phase beginnt immer gleich. Lothric, der jüngere Bruder, beschießt uns mit diesen Homing-Dingern und wir müssen jetzt erstmal Panic Rollen und warten, bis dieser Dauerbeschuss aufhört, bevor wir überhaupt in die Offensive gehen können. So, die Taktik ist dieselbe. Wir müssen nah an sie ran, sie umkreisen. Das Problem ist nur, der Kampf ist jetzt sehr viel aggressiver. Sie teilen mehr Schaden aus, sie teleportieren häufiger rum. Und wir müssen sehr viel besser auf unsere Ausdauer aufpassen.
Dieser Schuss hier von vorhin ist jetzt stärker und kommt noch mit einem Seelenspeer von Lothric hinterher, also Vorsicht. Nutzt Ende von Kombos aus, um zu heilen und versucht möglichst die beiden von hinten zu treffen, denn es ist wichtig, Lothric, den jüngeren Bruder, zu treffen und nicht Lorien, den älteren. Denn ihn müssen wir bezwingen. Und jetzt müssen wir schnell sein und den jüngeren Bruder umhauen, weil der nämlich sonst seinen älteren wiederbelebt. Und der Kampf geht fast von vorne los. Deswegen, wie gesagt, von hinten attackieren, damit wir Lothric erwischen. Und das war's. Wow. Wie ich schon erwähnt habe, ein sehr cooler, sehr spektakulärer Kampf, aber Alter, auch verflucht knifflig. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Aschen der großen Aschefürsten eingesammelt. Wir haben den Weg zu den zum Finale des Spiels geebnet. Wir Seelen einsammeln, jawohl. Aber bevor wir das tun, bevor wir den finalen Boss umhauen, werden wir noch ein sehr verstecktes, optionales Gebiet besuchen, wo gleich zwei weitere Bosse warten. Das machen wir dann in den nächsten Episoden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich winke feierlich, wie immer, zum Abschied. Hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode zum Profi-Walkthrough von Dark Souls 3. Bis denn, bye bye.